Startups sind etablierter Bestandteil unserer Wirtschaftswelt, insbesondere auch entlang der Wertschöpfungskette Agrar und Ernährung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute den Auftakt machen können für den DBV, der in den kommenden Tagen einige Sessions im Rahmen der in diesem Jahr ausschließlich digital stattfindenden Internationalen Grünen Woche durchführen wird. Wir freuen uns, dass wir hier im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft übertragen können zu verschiedensten Themen, verschiedensten Formaten. Aber ganz besonders freue ich mich, dass wir uns heute zunächst mit dem Thema Start-up auseinandersetzen können. Sie sind uns zugeschaltet über unsere Homepage, über Facebook, über Twitter, möglicherweise auch über YouTube. Wir sind live auf den sozialen Kanälen, die wir in den vergangenen Jahren begonnen haben, zunehmend zu nutzen und auch zu bespielen. Alle Zuschauer, die sich an diesem ersten Format beteiligen möchten, haben wir Slido eingerichtet. Sie haben die Möglichkeit, über den QR-Code, den wir hin und wieder einblenden und der vorhin auch schon drauf war, sich einzuwählen oder unter Hashtag IGW14.1 bei uns hier Fragen zu stellen, die wir dann in unserem Gremium beantworten. Mein Name ist Gerald Dohme. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Ich kümmere mich hier beim DBV unter anderem auch um die Nachwuchsspieler im Bereich Unternehmensgründung und freue mich, dass wir uns heute insbesondere auch den Themen Markt und Marktentwicklung zuwenden, dass wir es schaffen wollen, hier auch einen Rahmen, ein Umfeld zu bieten als Deutscher Bauernverband, in dem sich Start-ups entlang der Prozesskette vom Acker bis ins Produkt hinein wiederfinden. Von daher freue ich mich außerordentlich, ein spannendes Podium hier heute mit Ihnen begrüßen zu dürfen. Es sind Lars Lehmann, es ist Matthias Schulz und Dominik Ewald, der hier im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft zum Thema Start-up ohnehin schon einige Veranstaltungen mit uns gemeinsam durchgeführt hat und der uns einen Eingangsimpuls geben wird. Zunächst aber bitte ich Herrn Lehmann, sich kurz vorzustellen von der Firma Agrimant. Was machen Sie? Was wollen Sie? Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Lars Lehmann von Agrimant. Ich gehöre zum Gründerteam von Agrimant. Unser Ziel ist es, den Landwirten und der gesamten Branche einen neutralen und unabhängigen Zugang zum gesamten Markt zu geben. Wir haben eine App und eine Web-App entwickelt, wo Landwirte sich registrieren können und kinderleicht innerhalb von wenigen Minuten ihre professionelle Ausschreibung anlegen können und diese im gesamten Markt verteilen können. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Lehmann. Dann bitte ich Herrn Matthias Schulz von GoToEmma, sich bei uns vorzustellen. Er ist aus Hamburg zugeschaltet. Vielen Dank, Herr Dohme, und ich freue mich, dass ich dabei sein darf heute. Kurz zu mir. Ich bin Matthias Schulz, 39 Jahre alt und Gründer von GoToEmma. Bevor mein Gründerkollege Tobias Fares und ich GoToEmma gegründet haben, habe ich viele Jahre in unterschiedlichen Vertriebspositionen der Lebensmittelbranche bei namhaften Brands gearbeitet. Und wir als GoToEmma, wir sind die digitale und zentrale Plattform für alle Hersteller, Erzeuger, Landwirte, regionale Lieferanten und Händler. Und unsere Plattform ermöglicht einen einfachen und effizienten Austausch von Sortimentspolitik über digitale Trade-Marketing und Vertriebsaktionen. Und wir bedienen in unserer Plattform auch einen der wichtigsten politischen Themen. Wir fördern indirekt die CO2-Neutralität, fördern direkte und regionale Beschaffungswege sowie Themen der Homeoffice-Arbeit oder auch ein EuGH-Urteil zur Arbeitszeitenregelung. Und ganz wichtig, wir sind neutral und unabhängig, für sehr faire Handelspraktiken und betrachten die Margenvernichtung entlang der gesamten Wertschöpfungskette eigentlich sehr kritisch. Vielen Dank, Herr Lehmann, und Grüße nach Hamburg. Und als Drittes bitte ich nun Dominik Ewald, sich und sein Unternehmen zunächst kurz vorzustellen und uns anschließend einen Eingangsimpuls über die Start-up-Szene in Deutschland zu geben. Ja, guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Ich bin heute auch als Sprecher des Vorstandes der German Agri-Food Society da, zu Deutsch, Deutsche Gesellschaft für zukunftsorientierte Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft und auch Mitgründer von einem Startup namens Monitorfish GmbH. Hier haben wir vor allem im Fokus die Digitalisierung der Aquakultur, was ein sehr, sehr stark wachsender Markt ist. Der größte Teil der Fischproduktion kommt mittlerweile aus Aquakultur. In Deutschland ist vor allem die Offshore-Gehege aus Norwegen bekannt, wo die Lachszucht betrieben wird. Wir haben einen sehr heterogenen Aquakulturmarkt in Deutschland. Vielleicht ist Ihnen bekannt aus dem Saarland eine Meeresfischanlage, wo Yellowtail produziert wird. Wir digitalisieren diesen Bereich und helfen dabei, Wasserqualität, physikalische, chemische Parameter aufzunehmen. Und vor allem haben wir ein Stereokamerasystem entwickelt, zusammen mit dem Fraunhofer EGD, wo wir Biomasse mittracken können. Das zu meiner Firma. Wir sind da gerade hoch in der Skalierung, haben auch erste Umsätze gefahren und werden auch dieses Jahr noch den europäischen Markt angreifen. Die deutsche Aquakulturszene und Food-Szene ist eine sehr heterogene Szene. Innovationen kommen aus ganz verschiedenen Bereichen. Ich selber war vorher in der Leibniz-Gemeinschaft tätig und hatte dort geforscht. War an der Universität Wachingen in Holland, eine der wohl besten Universitäten der Welt, wenn es um Agrarwirtschaft und vor allem um Forschungsbereich geht. Und wir sehen selber, dass der Markt jetzt in den letzten, würde ich mal sagen, in den letzten 5 Jahren sehr stark gewachsen ist, was an Ausgründungen kommt im Agrar- und Food-Bereich und vor allem dort auch Ausgründungen kommen, die eine globale Relevanz haben. Hier haben wir zum Beispiel Start-ups, die auch bei uns Mitglied sind, wie Seed Forward, die eine ökologische Samenbeizung gemacht haben, mit dem sie helfen, das Korn natürlich dementsprechend zu protecten, also zu schützen, und zeitgleich aber auch Nährstoffe und Bakterien mit ans Korn bringen, die dabei helfen, Nährstoffe besser aufzunehmen. Wir haben Unternehmen bei uns, die dabei helfen, über Satelliten und über Bodensensoren eine bessere Kategorisierung von den Böden für die Landwirte vorzunehmen und zu gucken, welche Nährstoffe benötigt werden, aber auch darüber, wie oft ist die Regenwahrscheinlichkeit und. Es werden Kartenprofile gemacht, um dem Landwirt am Ende des Tages nützliche Tools zu machen. Wo entwickeln wir uns dort auch in diesen Bereichen hin? Wir werden das sehen, ich vergleiche es immer ganz gerne wie im Flugbereich. Wenn man heutzutage in ein Cockpit reingeht, ist der Pilot meistens Beifahrer. Wenn er Glück hat, darf er noch starten und landen. Aber im Notfall wird er immer dieses Flugzeug natürlich noch steuern können und dementsprechend übernehmen können, weil der Mensch durch seine eigene Rechenleistung am schnellsten auf Drucksituationen reagieren kann. Soweit sind unsere KI-gesteuerten Systeme noch nicht. Und wir werden aber sehen, dass wir in diesen Bereichen immer mehr Tools und Werkzeuge bekommen für die Landwirte, die ihm dabei helfen, schnellere und bessere, eventuell auch bessere Entscheidungen zu treffen. Aber er wird nicht nur Beifahrer sein, er wird immer Herr der Lage sein und dementsprechend auch natürlich eigene wirtschaftliche Entscheidungen treffen können, wo es in der Reise hingeht. Aber er wird dementsprechend Werkzeuge bekommen, die ihm dabei unterstützen, diesen Weg noch besser gehen zu können und vor allem auch wirtschaftlich erfolgreicher. Im Food-Bereich sehen wir jetzt bereits schon verschiedene Produkte aufkommen, auch im alternativen Proteinbereich, sei es im Fermentations-Zellkulturbereich oder auch, dass man Früchte benutzt, um dort dort die Proteine rauszunehmen und dann vielleicht ähnliche Produkte zu machen. Zum Beispiel letztens hatte ich eine Dose Thunfisch in der Hand, was kein Thunfisch war, aber es sollte dementsprechend den Thunfisch nachahmen. Wir werden dort viele Produkte sehen, wo aber am Ende des Tages auch immer ein Landwirt natürlich benötigt wird.
Wir sehen diese Bereiche auch gar nicht als Konkurrenzprodukt zu den eigentlichen Produkten, die bereits auf dem Markt bestehen und aus dem ökologischen und konventionellen Bereich entstehen, sondern eine weitere Möglichkeit für den Konsumenten, seine Ernährung zu erweitern. Und in diesen Prozessen werden Landwirte immer der Hauptansprechpartner sein, weil am Ende des Tages werden diese Produkte auch irgendwo produziert werden müssen. Und unser Hauptprozessort ist immer noch der Boden und wird es auch in Zukunft bleiben. Es werden nur weitere Formen dazukommen. Hier im Food-Bereich sehen wir natürlich auch ganz neue Absatzmärkte, Wertschöpfungsketten, die neu gedacht werden, vor allem größtenteils noch im sehr großen Maßstab im Ausland. Bekannte Beispiele sind Amazon, Alibaba für den asiatischen Bereich, die mittlerweile auch in den Food-Bereich eindringen und auch wie Google zum Beispiel im Agrarbereich reindringt und sehr viel und mit Fondsbeteiligung, wir hatten gerade hier mit dem Kollegen drüber gesprochen, mit Fondsbeteiligung und dergleichen auch in Satelliten-Startups beteiligt sind, haben wir natürlich aber auch in Deutschland und in Europa die Möglichkeit, mit neuen Geschäftsmodellen dort sehr schnell aktiv zu werden und wir müssen es auch. Wir sehen hier in dem Food-Bereich auch in Deutschland Plattformen aufkommen wie Flaschenpost, das hatten Sie vielleicht in den letzten Wochen in den Nachrichten gehört, die für 1 Milliarde von Dr. Oetker aufgekauft wurden. Neue Geschäftsmodelle, die auf den Markt kommen, die dabei helfen, dem Landwirt seine Produkte besser und auch gezielter an den Kunden anzubringen. Und am Ende des Tages, wir haben dann zum Beispiel auch bei uns wieder Mitglieder wie Pilas, die dabei helfen, dass der Erlös dementsprechend auch noch gewinnbringender beim Landwirt ankommt. Das sind neue Wertschöpfungsketten, die nicht in Konkurrenz stehen zu den alternativen Wertschöpfungsketten, sondern eine Ergänzung sind, um eine breitere Marktwirtschaftlichkeit herzustellen auch, und Win-Win-Situation auch für den Landwirt. Das sind Modelle, die werden kommen. Wenn wir sie nicht denken, werden sie andere für uns denken. Am Ende des Tages ist es entscheidend, dass wir sie mitdenken, weil wir natürlich auch gucken wollen, dass wir in Zukunft auch mit einer der größten Industrienationen bleiben, wirtschaftlich. Wir müssen diese Wege gehen, neu denken, eventuell auch alte Prozesse überdenken. Mein Lieblingsbeispiel hier ist zum Beispiel TikTok. Viele kennen das vielleicht nicht, unsere junge Generation kennt es. Das ist ein Videotool, was viele junge Leute benutzen. Da ist ein Riesenkonzern dahinter, der mittlerweile eine Bewertung von 140 Millionen hat. Dieses KI-Unternehmen ist erst vor 7 Jahren in China entstanden. Ja, das zeigt eigentlich, dass es für nichts zu spät ist, sondern man muss überlegen, woran liegt es, dass wir noch nicht so viele Unicorns haben, eigentlich die wirtschaftliche Power haben, auch die finanziellen Ressourcen. Eventuell liegt es daran, der TikTok-Kunde hat mal gesagt, er hat bei Microsoft gearbeitet, die Strukturen selbst bei Microsoft waren ihm zu eingerostet, er konnte sich nicht frei entfalten. Auch hier müssen wir überlegen, sind die Strukturen, die wir haben, um Innovation voranzubringen, in den Industriefirmen, auf dem unsere Herangehensweise, wie wir Marktkonzepte denken. Ich sage immer gerne, in Deutschland will man immer erst den ersten Euro sehen, bevor man weiteres Geld reinsteckt. Ist das vielleicht ab und zu eventuell der falsche Ansatz? Müssen wir da vielleicht innovativer denken und auch mal Vorschusslorbeeren gehen, mit dem Risiko, dass wir auch was verlieren, um da vielleicht neue Hybridmodelle auszuprobieren, ja, neue Wege zu gehen, uns auf das Alte und Gute verlassen, das sollte man ja auch nicht abschaffen, aber auch den Raum lassen für Neues und auch in diesem Bereich überlegen, ob wir da nicht was von der Konkurrenz lernen können, vom internationalen Markt und vor allem vom internationalen Start-up-Business, dass wir auch in Zukunft sagen können, in Zukunft nicht von dem deutschen Amazon oder Google, sondern von was ganz Neuem, von einer ganz neuen Firma, die dementsprechend dafür bekannt ist, dass das hier in Deutschland entstanden ist. Wir sollten nicht aus Panik heraus versuchen, jetzt irgendwelche Geschäftsmodelle zu kopieren, sondern uns auf unsere Innovation verlassen. Deutschland gehört immer noch zu den Ländern, wo die meisten Patente unter anderem entstehen. Wir haben eine sehr agile Wirtschaft, eine sehr agile Wissenschaftslandschaft. Wir selber arbeiten mit 5 Forschungsinstituten zusammen, vom Norden bis zum Süden. Wir haben im Agrarbereich die Universität Hohenheim, Göttingen, Osnabrück, richtige Zentren, wo schon bereits viel entsteht.
Lasst uns gemeinsam diesen Weg weitergehen, dort in der Forschung, in der Industrie dementsprechend weiter zusammenarbeiten, um die Sachen voranzubringen. Dann können wir in Zukunft auch dementsprechend von unseren eigenen Unicorn sprechen. Von einem Unicorn redet man nämlich immer dann aus der wirtschaftlichen Sicht, wenn eine Bewertung über 1 Milliarde vorliegt. Und das haben wir leider im Agrarbereich noch nicht, im Foodbereich leider auch noch nicht. Das zeigt aber nicht, dass wir da nicht sehr innovativ unterwegs sind. Wir sind auf einem guten Weg. Wir sehen da sehr viele nützliche Sachen kommen, wie bereits schon erwähnt, die dem Landwirt helfen, der Gesellschaft weiterhelfen und dem Konsumenten am Ende des Tages ein reiches Portfolio an Produkten liefert. Und meines Erachtens sollten wir da ansetzen, was bereits schon da ist. Und punktuell unsere Überlegungen und unsere Ausrichtung in die Zukunft mit neuen Impulsen verstärken, mit neuen Ausrichtungen verstärken. Und dann werden wir dementsprechend auch erfolgreich sein. Zum aller Ende würde ich gerne noch erwähnen, ihr findet uns natürlich, also die German Agri-Food Society auf www.agri-food.de. Wir sind mittlerweile, ich glaube, über 90 Mitglieder, also Jungunternehmen. Es sind nicht nur Jungunternehmen bei uns involviert, sondern jeder, der in der Innovationsbereich auch tätig ist. Wir haben auch schon erste Universitäten, die Mitgliedschaft bei uns erfragt haben. Meldet euch bei uns. Wir haben schon viele verschiedene Veranstaltungen, wie bereits schon alles auf Startup im Deutschen Bauernverband durchgeführt und der Hermes Akademie, haben verschiedene Formate letztes Jahr durchgebracht, sind ein ganz großer Fürsprecher für euch, um Innovationen voranzutreiben, haben zum Beispiel auch mit dem Ministerium jetzt letztes Jahr das Zweckvermögen unter anderem diskutiert, wie man das neu und innovativ in unseren Bereich einbringen könnte. Es wird da zwei verschiedene neue Säulen kommen, dieses oder nächstes Jahr. Das Bundesministerium ist da schon sehr stark dran arbeiten, wie diese Richtlinien dann ausgearbeitet werden. Und wir haben da mit unseren jungen Unternehmen erfolgreich mit dran geworben, dass diese Gelder kommen werden. Wir freuen uns sehr auf neue Mitgliedschaften und wünschen uns jetzt noch eine schöne Diskussion und allen anderen viel Spaß beim Zuhören. Ja, ganz herzlichen Dank, Dominik Ewald. Das ist ja ein Blumenstrauß von Themen, die dort eben gerade angeschnitten wurden. Wir werden die nach und nach abschichten und hier weiter behandeln. Meine erste Frage geht an Herrn Lehmann. Erläutern Sie uns doch noch mal ein wenig Ihr Geschäftsmodell. Wo soll die Reise hingehen? Was machen Sie genau? Und welche Vorteile hat eigentlich der Landwirt dadurch? Ja, also wir sehen uns als neutrale und unabhängige Plattform im Agrarmarkt, wo landwirtschaftliche Betriebe Betriebsmittel einkaufen können, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz in der ersten Ausbaustufe und ihre hochwertigen Agrarerzeugnisse, Getreide und Ölsaaten vermarkten können. In Deutschland ist es so, dass wir gut 270.000, 265.000 Landwirte haben und jeder Landwirt im Schnitt mit 2 bis 3 Händlern sein Geschäft macht. Er trifft aber eigentlich auf 2.500 Händler, wo er Geschäfte abwickeln könnte. Die Struktur und der Handel ist immer sehr regional und sehr eng, was aber aus heutiger Sicht auch nicht mehr sein muss. Ja, wir hatten vorhin die Diskussion, Amazon macht es uns vor, dass sie schneller sind wie die Post. Landwirte haben leider noch nicht diesen Zugang, sondern sie sind aktuell, auch weil sie sehr viel zu tun haben, ja, der Landwirt ist auf dem Acker, er ist im Stall, er muss sein Getreide vermarkten, er muss schauen, welche Betriebsmittel er einsetzt, er muss sich um seinen Hof kümmern, hat teilweise gar nicht die Chance, über diese 2 bis 3 Händler hinauszukommen. Und genau da setzen wir an. Wir haben eine App, wo der Landwirt auf dem Schlepper seine Betriebsmittel einkaufen kann. Und das innerhalb kürzester Zeit. Wir haben Tests gemacht, eine Saatgutausschreibung, wo die professionell vom Landwirten organisiert wird, dauert 1 bis 2 Stunden. Also von der Ausschreibung, versenden, nachdiskutieren, Angebote vergleichen und 2 bis 3 Stunden. Die gleiche Ausschreibung würde bei uns für Saatgut knappe 4 Minuten dauern, weil wir ein intuitives System aufgebaut haben, wo alle Produkte vorgefertigt sind,
wo er nur reingeht, sagt, ich suche Produkt A, B, C, gibt an die Einkaufsbedingungen und nicht der Händler, sondern er sagt, welche Beize, er sagt, wann er geliefert haben möchte. Und seine Arbeit ist erledigt. Im Schnitt, wir sind in diesem Jahr im Frühjahr gestartet, kaufen Landwirte 20-30% günstiger ein. Der Handel, der geliefert hat, ist aber auf der anderen Seite mit dem Geschäft sehr zufrieden. Das bedeutet, wir haben eine Win-Win-Situation. Der Landwirt hat einen größeren Zugang zum Handel, hat einen größeren Zugang zum Markt. Er kann sein Getreide vermarkten, auf Strecke, auf Lager, und er kann seine Betriebsmittel kostengünstiger einkaufen. Ja, das ist ja ein hochinteressantes Modell. Sie hatten ja gesagt, wir sind im Frühjahr 2020 an den Markt gegangen. Erzählen Sie noch ein wenig bitte zu Ihrer Struktur, soweit Sie das erklären können. Wie viele Landwirte machen da schon mit und wie groß ist Ihr Unternehmen? Also wir sind im Februar, März sind wir mit unserem Service gestartet. War ziemlich spannend, ja, in Corona rein ein Produkt zu launchen, ist schwierig. Wir sind aktuell, dadurch, dass wir ein digitales Unternehmen sind, sind wir zu dritt. Ich komme komplett aus der Branche. Mein Vater war Landwirt in Brandenburg. Mein Kollege, der Jens Schmidt, hat bei großen Agrarkonzernen gearbeitet, im Controlling, im Datenmanagement. Und wir haben noch einen Programmierer, der sich um die externen Programmierer mit kümmert. Also die Programmierung ist ausgelagert. Und die Struktur sieht letztendlich so aus, dass wir sehr startup-mäßig auch aufgebaut sind. Wir haben zum Beispiel kein eigenes Büro mehr. Wir verzichten komplett auf Büros, treffen uns dann an bestimmten Standorten, haben vor Ort in den Regionen freie Mitarbeiter. Das sind Landwirte, die Landwirte beraten. Das heißt also, wir nehmen die Digitalisierung auf der einen Seite, schaffen aber auch den 1-zu-1-Kontakt vor Ort. Ja, weil uns aufgefallen ist, wenn unser Programmierer versucht, einem Landwirten zu erklären, wie er das System zu bedienen hat, kann das auch mal schiefgehen. Wenn aber ein Landwirt vor Ort sich hinsetzt und den Landwirten das an der App zeigt, ist das um ein Vielfaches schneller. Ja, ganz herzlichen Dank für diese Ergänzung. Also Sie stecken ja noch ein Stück weit in den Kinderschuhen und beginnen, den Markt aufzuräumen. Aber die Landwirte, wie wir sie kennen, die haben ja nicht nur ihre 3, 4 Ansprechpartner, die haben sie ja vor allem auch schon sehr lange und haben eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit und durchaus ja auch eine geübte Form des Verhandelns. Was machen Sie denn da wirklich neu und was ist denn der Grund, warum ein Landwirt sagen sollte, Mensch, mit diesen 3 Buben, da versuche ich es mal? Ja, ich glaube, der größte Vorteil ist Zeiteinsparung. Ich war selber im letzten Jahr beim Landwirten, da stand groß dran am Eingangsschild, ohne Termin kommst du hier nicht rein. Ja, viele Landwirte wissen auch ganz konkret bereits, was sie möchten. Ja, die Struktur der Landwirtschaft hat sich geändert in den letzten Jahren massiv. Ja, die Jungbauern, die da sind, ja, die haben ihre Freundin über Tinder gefunden. Wenn wir bei denen erzählen würden, was ein Reisebüro ist, dann sagen sie, ja, Holiday-Check. Ja, und nicht, ach so, man geht um die Ecke im Büro und setzt sich dahin und lässt sich beraten. Sondern die Welt wird einfach mal bunter. Ja, und ich glaube auch, Geschäfte über Beziehungen sind enorm wichtig. Das bieten wir auch, deshalb haben wir auch Ansprechpartner. Aber zum Schluss muss der Landwirt entscheiden, wie er seinen Betrieb aufbaut. Was ist da wichtiger? Die betriebswirtschaftliche Erkenntnis, mein Betrieb stelle ich auf neue Beine. Oder ich mache mit Kalle, mit dem ich schon seit 30 Jahren mein Geschäft mache, und da zahle ich dann auch mal gerne oder verdiene auch mal weniger, aber dafür habe ich eine Beziehung. Ich glaube, das ändert sich gerade massiv, weil wir sind zum Beispiel in den Betriebsmitteln, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz, sind wir MeToo-Produkten. Ja, die werden in Frankreich produziert, werden nach Süddeutschland gefahren, werden, bevor sie beim Landwirten landen, noch 3-mal umgeschlagen.
Amazon macht es uns vor, Medikamente werden drüber gehandelt, Schuhe werden drüber gehandelt. Ja. Ich konnte mir vor Jahren nicht vorstellen, dass ich Schuhe im Internet kaufe. Die muss ich doch anziehen, da muss ich beraten werden, da muss mir doch jemand sagen, die Schuhe sind hübsch. Ja. Das gibt es nicht mehr. Und da wird sich die Welt ändern. Es wird aber nie ein Schwarz-Weiß gehen. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung in der ersten Runde. Und das Thema Beziehung, Beziehungsmanagement, was Sie berührt haben, das bringt mich dazu, mal nach Hamburg zu blicken. Go to Emma heißt Ihre GmbH, lieber Herr Schulz. Welche Rolle spielt denn Beziehung? Lassen Sie uns mal teilhaben, auch an Ihrem Geschäftsmodell. Auf was steuern Sie zu? Wir sind vor 4 Jahren gestartet, auch aus dem Antrieb heraus, den Vertrieb zu verändern. Mich hat das schon meine ganze Vertriebskarriere beschäftigt. Und mal so ein Beispiel historisch gesehen. 1960 ist der Vertreter mit seinem Käfer zum Tante-Emma-Laden gefahren und hat seine neue Konserve vorgestellt. Und heute, 60 Jahre später, fährt mittlerweile dann der Sales Manager mit seinem Kombi immer noch zum Supermarkt, um jetzt die neue Sorte der Konserve vorzustellen. Und das Ganze bei einer durchschnittlichen Gesprächsdauer von 10 Minuten. Und weil Sie ja die Beziehung ansprechen, was wir machen, wir optimieren diesen Prozess, also die Geschwindigkeit, den Time-to-Market, die Reichweite für den Hersteller. Und das kann genauso der regionale Landwirt sein, den wir da bedienen, weil einfach so viele Aufgaben mittlerweile da sind und es nicht mehr zielführend ist, von A nach B zu fahren. Und diese Ressourcen, die da verschwendet werden, können einfach sinnvoll eingesetzt werden. Und da haben wir halt die Möglichkeit jetzt, wenn wir bei den Landwirten bleiben, dass der Landwirt in Zukunft, da nehmen wir dann auch das Tablet von Herrn Lehmann, dass der Landwirt auf dem Traktor direkt seinen Spargel, der frisch gestochen worden ist, direkt einstellt und an seinen Edeka-Rewe-Markt überspielen kann. Und eben das halt dann im Direktgeschäft und ohne eine Margenvernichtung. Und das so einfach und haptisch, wie es halt in keinem anderen System eigentlich möglich ist. Und da unterstützen wir auch. Wir haben da Mitarbeiter, die wirklich die Landwirte an die Hand nehmen. So wie ich meinem Vater im Grunde genommen das Smartphone erklären würde. So einfach und so erklärungsfrei ist dann halt auch unsere Software für den Landwirt. Lassen Sie uns noch mal teilhaben. Was ist genau das, was der Landwirt macht? Was für Produkte braucht er? Wie helfen Sie ihm? Genau, also der Landwirt braucht sein Obst, sein Gemüse, sei es der Apfel, die Birne, der Spargel, die Kirsche, die er jetzt bei uns auf der Plattform einstellen kann. Er kann dann seinen Preis definieren, den er haben möchte und kann diesen jetzt an seine Bestandskunden übermitteln, aber er kann genauso auch auf unser Netzwerk zugreifen. Wir haben insgesamt ungefähr 3000 Organisationen auf der Plattform mittlerweile und er hat jetzt die Möglichkeit, in seinem Zielmarkt jetzt alle umliegenden Supermärkte halt auch zu bespielen, wo er halt heute eben nicht die Vertriebspower hat und auch nicht die Kompetenzen hat, seine Produkte zu vermarkten. Und diese Möglichkeit bieten wir ihm, sowohl in unserem eigenen Kundenstamm, aber auch natürlich, wenn der Landwirt schon Geschäfte hat, kann er diese halt optimieren und er kann im Grunde genommen das, was sonst heute per Telefon passiert, wo halt vielleicht die Mitarbeiterin vom Landwirt 5-mal am Tag in der Spargelsaison im Supermarkt anruft, jemanden zu erreichen, kann er das halt digital überspielen und auch genauso, was die Faxe angeht, auch die Faxbestellungen können hier legalisiert werden. So weiß halt der Mitarbeiter im Supermarkt, ich muss noch meine Spargelbestellung machen und die ist halt von meinem Landwirt da. Das heißt, Sie haben als Zielgruppe diejenigen Landwirte, die vornehmlich Sonderkulturen, Obst, Gemüse, verbraucherfähige Endprodukte produzieren, die klassischen Ackerkulturen, Weizen, Gerste, die stehen da nicht auf dem Programm, richtig? Genau, richtig. Und das ist ja auch daran liegt ja auch die Krux. Und wenn man sich halt mal anguckt, dass ein Bund Radieschen 7 Cent kostet und davon nicht die Mitarbeiter bezahlen muss und die Verpackung, dann bleibt nicht mehr so viel hängen. Und was ja nun wirklich wichtig ist, ist eben, dass die Landwirte dabei bleiben und dass sie uns nicht wegsterben, damit auch wir nach wie vor frische Lebensmittel bekommen in den Supermarkt. Und da möchten wir einfach eben dem Landwirt die Möglichkeit bieten, jetzt direkt über unsere Plattform im B2B seinen Kunden zu erreichen. Und ich denke, da haben wir eine wirklich einfache Lösung. Wir haben auch da die ersten Landwirte auf der Plattform, die sich schon ausprobiert haben. Und diesen Weg werden wir weitergehen, weil der Trend auch Richtung Regionalität geht. Ja, vielen Dank. Das heißt aber trotzdem, ich hake da noch mal ein wenig nach,
Der Landwirt hat eine Unterstützung im weitesten Sinne in seiner Selbstvermarktung. Welche Rolle spielt denn dann der LEH, den wir ja wahrnehmen vor Ort, auch mit zunehmend regionalen Produkten, mit zunehmend Produkten, die auch von nämlichen Betrieben und Herstellern stammen? Genau, ich glaube, wir müssen da unterscheiden. Also natürlich wird auch der Bezugsweg über die Großhandlung stattfinden, wo natürlich dann aber eben eine sehr geringe Marge für beide Seiten überbleibt, sowohl für den Landwirt als auch für den Abnehmer, dem Edeka-Marktbetreiber oder dem Rewe-Marktbetreiber. Und da wird halt diese Margenvernichtung. Und wenn man sich eben mal das politische Umfeld anguckt, was so gerade in den letzten 12 Monaten passiert ist, diese Handelsmächte, die da unterwegs sind. Und ich weiß nicht, ob das so förderlich ist. Und da möchten wir eigentlich eben mit unserer Plattform halt entgegenwirken und jedem die Möglichkeit bieten, das Maximale halt für sich rauszuholen, ohne dass wir jetzt irgendwie jemanden da vielleicht in der Wertschöpfungskette nicht mitnehmen, weil es kann sich jeder auch eine Zentrale der Großhandlung bei uns anschließen. Nun ist unsere Forumsrunde hier heute Morgen nicht diejenige, die über die Rolle des LEH insgesamt debattiert. Da haben wir in den nächsten 2 Wochen sicherlich an vielen Stellen Gelegenheit. Aber ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung, Herr Schulz, bezüglich GoToEmma und der Perspektive. Ich freue mich sehr, das gilt jetzt hier an unsere Zuschauer, dass wir über Slido zahlreiche Anfragen schon bekommen haben. Die werden hier ein Stück weit vorsortiert. Und ich nutze sie aber gleich, die ersten. Machen Sie bitte weiter, hochspannend, und nutze die Chance, an Dominik Ewald weiterzugeben. Hier kommen die ersten Fragen. Das passt schon genau dazu. Was empfehlen Sie jungen Leuten, die gründen wollen? Welche Erfahrungen haben Sie mit Fördermitteln gemacht? Sehr gute Frage. Also wir haben auch verschiedene Förderprojekte bekommen und haben damit angefangen vor ein paar Jahren hier in Berlin. Ja, das ist, es gibt Länderprogramme, es gibt Bundesprogramme und es gibt EU-Programme. Jetzt mal ganz in Kürze, haben mit dem Länderprogramm angefangen. In Berlin gibt es das Berlin-Stipendium. Da hat jeder von den Gründern 1.600 € bekommen. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir waren alle nicht so viel gewöhnt. Von daher war das ganz okay. Die Falltiefe bei uns war nicht so hoch gewesen am Anfang. Also konnten wir mit dem Geld jetzt gut zurechtkommen. Haben das Geld auch tatsächlich direkt investiert in die technologische Entwicklung. Ich weiß zum Beispiel, dass auch in Niedersachsen dementsprechend so eine Art Start-up-Programm gibt zwischen 6 und 8 Monaten, wo man eine Förderung am Anfang bekommt. Dann gibt es natürlich die Programme vom Bundesministerium für Wirtschaft, die Gründerstipendien, die Access-Programme, ein sehr, sehr gutes Tool, was da dort damals entwickelt muss man ja sagen. Ich glaube, die sind schon über 10 Jahre alt. Da gibt es einmal dieses Gründer-Access-Stipendium und dann noch das Forschung-Access. Und dann kann ich nur empfehlen, ganz verschiedene Sachen zu machen. Also wir haben zum Beispiel jetzt ab diesem Jahr im BMEL, ich glaube, Stelle der Zukunft heißt die Ausschreibung vom BMEL, was jetzt letztes Jahr rausgegangen ist. Da sind wir auch mit reinbekommen mit einem Forschungspartner, dem Alfred-Wegener-Institut und einem weiteren Garnelenzüchter aus Schleswig-Holstein, Entschuldigung, Monitor-Schrimps zum Beispiel. Wir sind aktiv in weitere Forschungsprojekte reingegangen, haben zum Beispiel ein Projekt, weil wir auch einen Sitz in Osnabrück haben, ein Büro im EIP, European Innovation Partnerschaftsprogramm Niedersachsen, wo wir mit unter anderem einem Landwirt, dem Stefan Trebker und der Querfeld Group Monitor Chicken entwickeln. Ja, das geht jetzt noch 2 Jahre lang, haben da schon sehr, sehr schöne Erfolge gemacht, arbeiten da unter anderem zum Beispiel auch mit den jungen Landwirten zusammen, die das studiert haben und selber Firmen ausgegründet haben. Ja. Also ich kann da nur empfehlen, da gibt es ganz verschiedene Wege, die man gehen kann. Irgendwann ist es natürlich wichtig, dass man dann eine Seed-Runde macht und eine Serie A-Runde und. Aber am Anfang gibt es halt wirklich Programme wie die Access-Programme, wie die einzelnen Länderprogramme, wo man die ersten Gelder dafür bekommt und eine Art Proof of Concept macht. Ja. Und an wen wendet man sich dann da direkt? Sind das Institutionen oder das Ministerium, oder haben Sie da ein paar Tipps? Ja.
Also eine sehr gute Frage. Bitte nicht das Ministerium anschreiben. Die wird Ihnen vielleicht weiterhelfen und sagen, ja, versuchen Sie es mal bei Ihrer Heimuniversität. Also es gibt natürlich für die Access-Programme die jeweiligen Hochschulen und Universitäten vor Ort, wo man eventuell selber studiert hat oder hat, man kennt vielleicht einen Professor irgendwo an der Hochschule, wo man reingehen kann. Da ist schon mal der Grundbaustein, dass man dementsprechend ein Studium natürlich auch gemacht hat und abgeschlossen hat. Wobei da es natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass jetzt nur eins oder zwei Leute in diesem Personenkreis, also können bis zu drei Leute bei diesem Access-Gründerstipendium zum Beispiel dabei sein, wo jetzt nur eins oder zwei studiert haben. Und dann kann auch der dritte jetzt jemand sein, der eine duale Ausbildung hat oder was auch immer. Also wie gesagt, da die Hochschulen und Universitäten direkt ansprechen. Es gibt aber auch Acceleratorenprogramme wie Seedhouse, die bei sowas weiterhelfen, aus Osnabrück. Auch ganz andere Programme, wo man sich mal melden kann. Aber die Hochschulen und Universitäten, um es kurz zu fassen, sind meistens schon mal kein schlechter Ansprechpartner. Ja, sehr gut, vielen Dank. Ich hake noch mal beim ersten Punkt ein wenig nach. Wenn ich jetzt das Unternehmergehen in mir spüre und wahrnehme und anfangen will und gründen will, worauf muss ich besonders achten? Was ist wichtig? Was sind da die Erfahrungen? Was zeichnen die erfolgreichen Startups aus? Sehr guter Punkt. Ach so, by the way, ihr könnt euch natürlich auch bei der German Agri-Food Society melden. Ja, wir helfen da auch gerne weiter. Ja, also wir haben da auch schon sehr gut vermittelt. Was ist das Gründergehen? Das ist immer schwierig, das zu beantworten. Also in erster Linie, ich hatte mal mit einem Professor damals noch drüber gesprochen, habe ich mit ihm gesprochen, habe gemeint, ja, wie sieht es denn aus? Ich habe das Gefühl, ich habe da ein paar gute Ideen, was soll ich denn jetzt machen? Ja? Und da hat er gemeint, denk nicht so lange drüber nach, geh einfach erstmal los. Ja? Also das ist schon mal der erste Tipp. Geht los, versucht ein Proof of Concept von eurer Idee zu machen, unterhaltet euch mit Leuten, versucht rauszufinden, was fehlt euch selber, um das noch zu ergänzen, damit ihr dann eventuell in eine Produktentwicklung kommt. Und was wir auch gemacht haben von Anfang an, als wir uns dann zusammengefunden haben, wir sind rausgegangen, haben mit Forschungsinstitutionen gesprochen, mit Unternehmen, die bereits am Markt sind, mit Kunden, mit Gott und der Welt. Also Kommunikation und Connection aufbauen ist das A und O, auch bei jungen Unternehmern. Und vom Gefühl her würde ich einfach sagen, wenn man für eine Sache brennt, ja, und die wirklich machen will, und das ist ja überall so im Leben, ja, und man wirklich dafür brennt und es unbedingt umsetzen will, dann ist man am Ende des Tages auch gut da drin. Ja. Natürlich gibt es dann immer noch viele, viele Fallhöhlen. Ja. Man war zu früh für den Markt, man war zu spät für den Markt oder was auch immer. Die ganzen Sachen, die man dann immer schön aus den Artikeln rauslesen kann. Ja. Aber ich will die Angst davor nehmen. Wir hatten auch am Anfang, hat man sehr, sehr stark darüber geschmunzelt, was wir gemacht haben, weil jeder gesagt hat, Aquakultur Deutschland mit dem Produkt, was ihr da macht. Also vergesst es. Ja, also es wurde sehr stark drüber geschmunzelt. Am Ende des Tages haben wir uns durch unser Engagement und durch unseren Fleiß und unseren starken Willen auch dort in der Hinsicht behaupten können, dass wir immer noch dabei sind und dem mittlerweile skalieren. Also ein starker Wille ist schon mal nicht schlecht und der Mut zur Lücke. Mutig sein und dann natürlich auch die Möglichkeit haben, wirtschaftlich dann die Anfangszeit zu überstehen, wenn vielleicht noch nicht die Fördermittel da sind oder andere finanzielle Wege. Ich komme noch mal zum Herrn Lehmann. Auch bei dem Thema Märkte, wie entwickeln sich die? Da tauchte eine Frage auf, wie gehen denn die traditionellen Genossenschaften mit diesem neuen Vertriebswegen um und gibt es da vielleicht auch noch weitere Entwicklungen? Ja, also wir haben aktuell ca. 70 Händler bei uns registriert, die deutschlandweit handeln. Es sind Händler in unterschiedlichsten Strukturen dabei. Also es sind wirklich kleine Händler dabei, es sind Spezialisten dabei, also die sich zum Beispiel nur auf Saatgut konzentrieren, es sind Makler dabei. Es sind aber auch schon große Handelshäuser dabei, die auch über Deutschland hinweg arbeiten. Was man aber natürlich spürt, ist, ein großes Schiff in eine andere Richtung zu lenken, ist natürlich schwieriger wie ein kleines Schnellboot. Ja. Die Resonanz jetzt auch im Winter hin, nach einem Jahr beobachten, anschnuppern, kriegen wir mit, schalten sich auch immer mehr größere Unternehmen drauf. Ja, weil sie einfach sagen, ich sage mal, die Entwicklung der Digitalisierung ist nicht aufzuhalten. Dann lieber mitmachen, als wegzugucken, um vielleicht auch ein Nokia-Prinzip zu vermeiden.
Und gibt es da noch weitere Entwicklungen, fragt eine Zuschauerin. Welche zusätzlichen Absatzwege für Landwirte sind denn noch erkennbar? Die Absatzwege gehen immer mehr in die Direktvermarktung. Es gibt auch immer kleinere Händler und Makler, die sehr gute Zugänge direkt zu den Mühlen haben, direkt zu den Verarbeitern haben oder auch direkt in die Schiffe nach Hamburg haben, die vielleicht in den letzten Jahren vor Ort noch gar nicht so erreichbar waren. Und daher kommen auch die Vorteile. Wir stellen uns als Plattform auf, als Marktplatz, wo jeder professionelle Branchenkenner mitmachen kann. Und auf einmal bekommt ein Landwirt vielleicht, ich sag mal, aus Magdeburg die Chance, direkt ein Schiff nach Hamburg zu liefern oder direkt an eine Mühle oder direkt an eine Metzerei zu liefern, wo er heute vielleicht noch gar nicht einen Zugang hat. Also die Welt wird dadurch bunter. Ja, auf das Thema Hamburg kommen wir gleich wieder zu sprechen, aber ich hake noch einmal nach. Eine Frage aus dem Auditorium. Wie sieht es denn mit den Kosten aus? Was kommt denn auf den Landwirt zu, wenn er sich bei Agrimant einbringt? Ich werde Herrn Schulz die Frage gleich auch noch stellen. Die Registrierung und die Vermarktung oder der Einkauf ist für Landwirte grundsätzlich kostenlos. Also wir haben kein Abo-System, wir haben auch kein Beratersystem, also dass es unterschiedliche Stufen gibt. Ja, so einmal ist die, ich sag mal, so eine Pro-Variante oder sowas, haben wir nicht, sondern bei Euro. Ein Paket größer sind es dann eben 150 Euro im Monat. Und wenn man das mal mit sonstigen Vertriebs- und Marketingausgaben geht, ist das tatsächlich wirklich sehr, sehr, sehr wenig. Und ich habe wirklich eine sehr, sehr große Reichweite. Ich kann damit bestimmt meine 4.000, 5.000 Kontakte haben. Und wenn ich das mal umrechne, was sonstige Kosten im Außendienst kostet, ein Außendienstbesuch bei einer Agentur liegt bei 30 Euro, ein Außendienstmitarbeiter kostet 85 Euro. Und wir liegen eben dann pro Kontakt zwischen 1 Euro und 7 Euro. Und demnach, glaube ich, ist das für jeden da bezahlbar. Und wir haben auch tatsächlich mit unseren Kunden keine Preisdiskussion. Das haben wir nicht. Zu der Frage, ja, wir haben auch frische Lieferanten auf unserer Plattform. Und das ist möglich, dass ich halt auch eben diese Produkte als Landwirt, als Fleischer dann direkt zum Kaufmann vermarkte und Bestellungen einsammle und dann halt das ausliefere. In Zukunft natürlich beschäftigen wir uns auch damit, dass man dann eine Lieferungskette ransetzt. Da würden wir allerdings auch auf einen Partner zugreifen, weil wir würden die Logistik wahrscheinlich erst einmal weniger selber machen, um halt auch natürlich da dann schnellstmöglich im Grunde genommen die Ware vielleicht vom Landwirt, vom Fleischer einzusammeln und direkt dann halt eben zum Point of Sale zu bringen. Ja, vielen Dank. Bevor ich dann Herrn Ewald nochmal auf das Thema Internationalisierung schwenke, auch nochmal an Sie die Frage, gibt es vergleichbare Systeme im europäischen Nachbarländern oder auch ganz international? Haben Sie sich das irgendwo abgeguckt? Nein, also haben wir uns nicht abgeguckt, weil wir haben einen Unterschied zu den Plattformen, die es heute gibt. Also es gibt in den USA eine sehr große Benchmark tatsächlich. Auch in Frankreich gibt es eine Benchmark, die eher einen Marketplace-Charakter haben tatsächlich. Wir sehen uns tatsächlich als Trade Marketing, als Vermarktungsplattform, wo ich ein direktes Targeting habe zum POS. Also ich kann wirklich als Landwirt, als großer Brand nur diesen einen POS adressieren mit meinem Angebot individuell. Und dann bekommt es auch nur dieser eine tatsächlich. Und in dieser Logik, in der wir unterwegs sind, wo es theoretisch auch möglich ist, wenn eine Zentrale bereit wäre, mitzumachen, dann diese Angebote von der Zentrale zur regionalen Großhandlung bis in den Supermarkt halt durchzusteuern. Also das können wir vom System her, da haben wir eine wirklich starke Software aufgebaut. Und insofern kann ich sagen, dass es europaweit nichts Vergleichbares gibt. Es gibt vielleicht einen Benchmark, der in unsere Richtung geht. Und insofern unneutral und immer sowieso nicht. Also es gibt natürlich Warenwirtschaftssysteme, wo auch Informationen drinnen liegen, aber den Ansatz haben wir eben nicht. Und deshalb sagen wir von uns, dass wir jedem Teilnehmer da draußen, sogar auch Agenturen, die sich uns anschließen können. Und insofern, ja. Ja, prima, vielen Dank dafür. Dominik Ewald nochmal, wie sieht denn die Start-up-Szene, wenn wir das hier hören, im europäischen oder internationalen Vergleich aus? Ich denke dabei auch an die Frage, die ja auch schon auftauchte, wie muss ich mich da aufstellen? Einerseits, was muss ich da mitbringen,
Denn wir sehen ja Startups nicht nur als lokale oder nationale Erscheinung, sondern mit dem Anspruch vielleicht, diesen Unicorn da entwickeln zu können. Was gehört dazu und wo geht da die Reise hin? Wie müssen wir da die Startup-Szene einschätzen? Ja, sehr gute Frage. Hier kurz drei Punkte, was auch gerade eben dort angesprochen ist. Vorab, wir haben ja das gemeinsame Format Alles auf Startup. Hier will ich auch nochmal ganz herzlich dafür werben. Digitalisierung ist eine Sache, die wird bei uns teilweise ein bisschen spät gedacht, auch in die Geschäftsmodelle, in die KMUs rein, in den Mittelstand herein. Aber wir sind auch dafür bekannt, dass wir sehr schnell lernen. Alles auf Startup ist ein wunderschönes Format, wo sich Landwirte, Jungunternehmer und generell Leute, die Interesse haben an Innovation und was für Geschäftsmodelle und was für Digitalisierungsschritte draußen sind, sich dort zu informieren und auch Sachen erklärt zu bekommen. Nur als Beispiel, wir hatten zum Beispiel bei einem Kunden herausgefunden, dass wir ihm 30% die Fütterungskosten runterschrauben konnten und haben ihm das sehr ausführlich erklärt. Und bei diesen Formaten, die wir gemeinsam ja machen, machen wir das. Die Jungunternehmer und Innovation erklären diese Technologien, was ist denn die Win-Win-Situation. In den letzten Jahren haben wir uns hier live getroffen. Wir werden das dieses Jahr wahrscheinlich digitalisierter machen. Aber diese Formate sind genau dafür gemacht, um genau diese Geschäftsmodelle zu erklären. Ja, ja, mal alles auf Startup nochmal kurz, da kann vielleicht nicht jeder was mit anfangen. Es ist eine Veranstaltung, die wir ja gemeinsam auch mit der Andreas-Hermes-Akademie durchführen und die hier schon mehrfach im Haus der Land- und Ernährungswirtschaft stattfand als Netzwerktreffen für Startups. Aber bitte. Genau. Vielen Dank. Entschuldigung, die Erläuterung hätte ich vielleicht noch machen sollen. Aber das ist genau so ein Format, wo wir sowas leben und auch leben sollten und weiterhin in Zukunft leben sollten. Internationalisierung ist ein sehr, sehr guter Punkt. Leider hängen wir da im Agrarbereich, im Foodbereich nicht ganz so stark, aber im Agrarbereich schon ein bisschen hinterher. Ich bringe da immer gerne Zahlen aus 2018. Wir haben so rund Risikokapital 30 Millionen in den Markt investiert. In Frankreich waren es 300 Millionen, schon das Zehnfache. In England 400 Millionen. Und in Bigger USA waren es, glaube ich, 8 Milliarden. Ja. Was ich ganz witzig fand, jetzt letztes Jahr Indigo, ja, die benutzen das auch mittlerweile als Eigenwerbung. Immer wenn ich die erwähne, sagen sie, mach ruhig weiter, das ist gut für uns. Die haben, glaube ich, mittlerweile über 1000 Angestellte, waren letztes Jahr noch auf der Agritechnica noch als Jungunternehmen geführt und durften dort auch im Start-up-Stand sein. Ja. Eine Firma, die über 1 Milliarde Euro an Dollar an Förderungsgeldern reingebracht hat. Also wir hängen international hinterher. Ja. Wo ist denn da gerade die Grenze zwischen Startup und wann ist man das eigentlich nicht mehr? Das ist eine gute Frage, da streitet man sich drum. Ich würde mal sagen, Indigo gehört schon noch zu der Kategorie Startup, aber mit dem Finanzkapital, was die haben, halt schon Oberliga, mehr als nur Oberliga Champions League. Wir vom Deutschen Startup-Verband, mit dem wir ja auch kooperieren als Verband, sehr stark zusammenarbeiten. Die haben mal die Richtwert gesagt, alles unter 5 Jahre ist Startup. Wobei es ist immer die Frage, Gerald, wo ziehst du da den Schnitt? Das, was ich ja vorhin auch gemeint hat. Eine Firma kann sehr, sehr innovativ sein. Google zum Beispiel hat 7, 8 Jahre lang rote Zahlen gefahren, nehmen jetzt Milliarden ein und kaufen den ganzen Markt leer. Ja? Also es ist immer schwammig. Also ich würde halt sagen, da gibt es so gewisse Richtwerte, aber ein richtiges Unternehmen bist du. Wann ist man ein richtiges Unternehmen? Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Es gibt halt sehr, sehr viele Beispiele, die zeigen, dass man es auf jeden Fall nicht am Umsatz festmachen kann. Ja, Tesla ist zum Beispiel auch so ein Fall. Ja, würde jeder sagen, ist klar, ist eine Company, aber wenn man sich die Zahlen anguckt, sprechen die noch andere Zahlen, sagen die noch ganz anders. Viele sehen das auch selber noch, auch aus dem Startup-Bereich als Startup, würde ich sagen. Ja, also ist ganz, ganz schwierig. Aber nochmal, um kurz auf die Internationalität anzusprechen, zu kommen. Wir hängen da tatsächlich ein bisschen nach. Wir haben sehr viele gute Ideen. Einen Punkt will ich nochmal ganz kurz sagen, aus eigener Erfahrung. Wir müssen da auch ein bisschen Bigger USA-mäßig wieder denken. Ja, also wir selber arbeiten zum Beispiel in einem Projekt mit Costco zusammen aus China. Das ist einer der größten Containerlieferanten, also die Schiffer, die Container ausliefern der Welt. Ich glaube mittlerweile sogar auf Platz 1. Das Interesse war da sehr, sehr groß. Wir arbeiten mit einer italienischen Firma zusammen, mit einer spanischen Firma. Also wir müssen da wieder ein bisschen größer denken, auch die Kooperation suchen, in den Markt rausgehen, uns was trauen und auch wirklich sagen, nein, wir können auch groß denken. Das ist nicht nur unsere große Industrie, die groß denken kann, auch die kleinen KMUs, weil wir haben ja auch einen sehr soliden Mittelstand.
Deutschland. Ne? Das darf man nie vergessen. Und die jungen Unternehmen sollen sich das auch trauen. Die müssen da Brust zeigen, müssen rausgehen und sagen, wir schaffen das. Leider ist es natürlich mit der Liquidität bei uns immer so ein bisschen ein Problem. Ich habe es vorhin angesprochen. In Deutschland sieht man es halt lieber erst gerne, dass 100 Euro eingenommen wurden, um dann nochmal 100 Euro draufzulegen, so nach dem Motto. Ja. Also das ist immer ein bisschen schwierig, die Debatte. Da denkt man in China und in den USA auch komplett anders im Risikokapitalbereich. Aber das nur in Kürze. Ja, aber das ist ein ganz spannender Punkt. Da möchte ich nochmal nachhaken. Wir haben doch hier die Höhle der Löwen und was es nicht so alles gibt. Wer geht denn? Warum kommen die denn nicht zu den Startups? Warum sind die so zögerlich, hier in diese vielleicht hochinteressanten Unternehmungen zu investieren? Ist das eine deutsche Mentalität? Schwierig. Also ich will, die Tage wird da dazu auch Thelen noch was sagen, nächste Woche, auch in einem gemeinsamen, wo wir ja auch in der Jury mitsitzen, der ist da ja auch im 10-mal DNA, da macht er so einen Pitch dazu, wie er das sieht. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung und teilweise aus meinem Verband, da sind wir natürlich auch unterschiedlich aufgestellt, wie man darüber denkt. Ich glaube, wir sind schon welche, die sehr, sehr, sehr stark nachrechnen, ob sich ein Geschäftsmodell lohnt oder nicht, würde ich jetzt mal aus meinem Bauchgefühl heraus sagen. Das sieht man auch immer wieder. Und die Höhle der Löwen und dergleichen, wenn man da genau hinguckt, gucken die natürlich schon in Geschäftsmodelle, die sich auch einfach und schnell skalieren lassen. Ja, und die sich gut vermarkten lassen, einfach skalieren lassen, wo man sich jetzt aus Erfahrung, der Erfahrungswert, weil die Herren, das sind ja alles auch, sage ich mal, erfahrene Geschäftsleute und Investoren, wo man sich nicht die Hände verbrennen lassen will. Wir haben ja auch sowas wie den Hightech-Gründerfonds, die sicherlich auch schon auch Investitionen treiben, wo das Risiko groß ist. Wobei meines Erachtens, meine persönliche Meinung, auch wie hier, ja, da man noch mehr risikobereiter sein könnte, um wirklich auch, sage ich mal, diese Unicorn-Politik durchzudrücken. Weil wir haben, wenn man ehrlich ist, noch nicht so viele Unicorns jetzt abseits vom Agrarbereich, die in Deutschland entstanden sind. Da könnte man eventuell auch manchmal Geschäftsmodelle nehmen, die vielleicht auf den ersten Blick zu risikoreich sind. Das zeigt auch immer wieder, dass auch viele junge Unternehmen aus Deutschland nach Amerika abwandern, weil sie dort einfach die größere Chance haben, an Risikokapital zu kommen und ihre Modelle und Geschäftsmodelle auch zu leben. Wir selber wurden vor 2 Jahren angefragt von Techstar, haben uns damals für den Fraunhofer Tech-Transfer-Fonds entschieden. Der Techstar wollte uns schon rüberstehen. Techstar hat 50 Ableger und ist ein Accelerator-Programm, eines der bekanntesten und erfolgreichsten der Welt. Die wollten uns damals auch nach Amerika in den Norden ziehen. Das zeigt halt einfach, dass man in Amerika halt einfach sagt so, ja, ich setze auf 100 und wenn 2 durchkommen, aber die mir dann die Milliarden wieder einbringen, ist alles okay. Ja. Ja. Das ist eine Denke, die ist bei uns nicht so vorhanden. Dann ist es tatsächlich sicherlich eine etwas andere Mentalität und wir in Deutschland sind bei Risikokapital offensichtlich dann doch eher averser, als das in anderen Kulturen so üblich ist. Herr Lehmann, erleben Sie das auch so? Suchen Sie jemanden eigentlich, der mitmacht oder vor dem Hintergrund einer Wettbewerbssituation, man sucht immer einen. Die Sie ja möglicherweise haben, bauen Sie eigentlich nur auf und machen dann den Opt-out, das heißt, verkaufen Sie dann, wenn es einigermaßen läuft oder wie ist da eigentlich Ihre Perspektive? Für Exit bin ich, glaube ich, zu alt. Also was wir erleben, wir sind gestartet und haben alles aus Eigenmitteln erst bezahlt, muss man ganz klar sagen. Ja, wir sind auch nicht frisch von der Uni. Ja, wir haben schon bei Unternehmen gearbeitet. Wir haben uns aber sehr schnell aber auch auf regionale Finanzen konzentriert. Ja, also wir haben gesagt, als erstes müssen wir selber laufen können. Ja, das war auch unser oberstes Ziel. Und wir sind dann in ein EU-Programm reingekommen, Gründen innovativ, wo wir uns wirklich sauber auch vorbereitet haben. Und ich weiß noch, das erste Gespräch lief letztendlich so, das wird nie was. Weil das war eine 70-prozentige Förderung, oder 80 waren es, glaube ich, sogar, wo es ein Zuschuss war. Ein Zuschuss von der EU, darf man nicht vergessen. Ja? Also wir brauchen vielleicht gar nicht immer extrem weit Programm, gehen. Ja. Und es war so ein Smalltalk-Gespräch. Das erste Mal rein in so ein Ding, ja, und dann so, Leute, bereitet euch mal drauf vor. Und unser damaliger Berater bei der IAB, der hat dann auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Und der meinte, ja, hier kommen auch viele Startups, die kommen her und sagen, ich habe ein tolles Pitch vorbereitet. Das Pitch haben sie sich dann vielleicht sogar noch von jemandem machen lassen. Und wenn man dann in die Tiefe eingestiegen ist und die Fragen, wurde schnell mau.
Das kommt natürlich, Entschuldigung, also da kurz nochmal kurz einzuspringen, Entschuldigung, das ist natürlich auch der Punkt. Ich will nicht sagen, dass eine Wirtschaftlichkeit, ja, die muss immer gegeben sein. Das will ich auch gar nicht damit sagen. Ne? Man muss sein Produkt verkaufen können und es muss auch im Markt angenommen werden. Ja? Also das will ich gar nicht falsch verstanden wissen. Ja? Das ist super wichtig und da sind wir ja eigentlich auch sehr stark drin. Und das wollte ich gar nicht so aussehen lassen. Ne? Also das ist sehr, sehr wichtig. Es gibt auch im Startup-Bereich sehr viele Pitches, die sehr unausgereift sind und auch sehr schlecht überlegt sind. Also man muss wirklich sagen, ja, es gibt Firmen, kennst du ja auch, es gibt Firmen, die haben sich darauf spezialisiert, Startups Pitch-Decks zu erstellen. Ja, wo ich dann so, okay, wenn ich an meine Sache glaube, dann kann ich sie auch. Ja? Und was wir gelernt haben, ja, ein Pitch-Deck ist gut und schön, es gehört ein ordentlicher Businessplan dazu und es gehört auch ein sauberer Finanzplan dazu. Absolut, ja? Absolut. Und ich glaube, auch da machen uns, ich glaube, da ist Deutschland noch nicht so ganz angekommen. Ja, also ich habe mal Pitch-Decks gesehen, ich habe mal Finanzplanungen gesehen aus Übersee. Ja, die passen nicht auf eine DIN A4-Seite. Ja, da ist wirklich jeder Tag durchgeplant. Ja, da ist jedes Handy drin, ja, was irgendwo angeschafft wird, wenn es angeschafft wird. Und ich glaube, diese Genauigkeit in dem Vorgehen, also auch um sein Unternehmen zu planen, schafft einmal auch mir Sicherheit. Ja, schafft auch den Gründer Sicherheit. Ja, es ist immer schön, wenn man weiß, wie lange man noch zum Bäcker gehen kann und sich ein Brötchen kaufen kann. Und das auch den Investoren rüberzuspiegeln. Es kommt auch immer darauf an, mit wem man redet. Redet man mit einem Business Angel oder redet man mit einem großen VC? Ich glaube, dass die Business Angel Kultur in Deutschland zunimmt, dass sie wächst, dass es immer mehr Angels gibt, die sagen, ich vertraue darauf, dass ein Unternehmen was wird. Und auch die VCs, vor allem auch die, ich sage mal, nicht nur mit Privatgeldern arbeiten, sondern auch mit staatlichen, ja, immer mehr festgestellt haben, wir müssen was tun, sonst sind die Startups einfach weg. Ja, ja. Die gehen einfach ins Ausland. Ja, guckt man sich Australien an. Absolut. Australien gibt Gas wie blöde. Also wir haben auch eine Professionalisierung, ne? Das darf man nicht vergessen. Also die Professionalisierung findet ja schon längst statt. Wir haben das selber gemerkt, als wir jetzt auch in die Seed-Runde gegangen sind. Und man muss sich heutzutage ganz anders aufstellen. Man muss seine Zahlen kennen. Man muss da auch viel eloquenter auftreten und auch genau wissen, was da passiert, was sein Business ist, damit auch arbeiten. Und das ist in allen Bereichen, auch beim Hightech-Gründerfonds mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie viel Proposal die bekommen. Ich glaube, das sind Tausende, ja. Und die haben einen Auswahlprozess, der ist mittlerweile hochprofessionalisiert, ja, wo die ganz genau gucken, wo die ihren Euro reinsetzen. Ja. Was ich vorhin mit dem Risikokapital gemeint hatte, ist einfach, wenn man erkennt in einer Idee, die könnte eventuell sehr, sehr groß werden, ja, und sie ist sehr professionell aufgebaut, aber bringt in den ersten 5 Jahren vielleicht nicht den Umsatz, den man erwartet, oder performt im Minusbereich, sagen wir mal rote Zahlen, ne? Dass man da vielleicht auch das Vertrauen hat, nochmal 2 Schritte weiterzugehen. Und da sind wir halt sehr schlecht aufgestellt. Aber das ist meine persönliche Meinung und von meinem Verband, dass wir da auf jeden Fall noch mehr machen müssen. Und aber ja. Also da bin ich vollkommen bei dir. Ich glaube aber auch, dass da auch die Politik was tun muss, weil ich sehe es genauso wie du. Gute Startups werden ganz schnell nicht von VCs abgeworben, sondern von Ländern. Ja, wo es dann heißt, ja, ich glaube, da gibt es ein riesen Thema gerade in Australien, da werden Gründerzentren geschaffen, ja, und da werden weltweit Leute angesprochen, Startups angesprochen, wollt ihr denn nicht nach Australien kommen? Wir stellen euch ein Büro, wir übernehmen den Flug, ja, ihr kriegt eine Wohnung gestellt, euer Team kann mitkommen. Wozu 3-mal zum Kaffee nach Frankfurt eingeladen, da gibt es eine Person auch in Deutschland, die sehr aktiv im Agrarbereich darum wirbt. Ja. Und ich glaube, da kann politisch mehr getan werden, weil wir haben tolle Startups, wir haben super interessante Ideen in Deutschland, ja, auch im Bereich der Landwirtschaft. Was nicht heißt, dass die Politik für die Startups, für die Unternehmen werben muss. Ne? Wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass das manchmal nicht ganz so gut ist. Ja, das kann auch sein. Aber ich glaube schon, dass Deutschland oder auch die EU dafür mehr tun kann, dass Startups interessanter werden und auch diesen Sprung ins kalte Wasser, ja, das zu erleichtern, aber nicht mit einer schönen flauschigen Decke und dir passiert ja nichts, sondern wir helfen dir, aber. Ja, und absolut. Ich glaube, dass der Markt, also ich meine ganz ehrlich, wer will das denn? Ja, also wenn man wirklich an ein Unternehmen schafft und auch macht,
da muss man auch, also ich sage immer zu meinen Leuten, da müssen wir auch bluten können. Wir müssen uns den, Entschuldigung für den Ausdruck, den Arsch aufreißen, dass wir auch erfolgreich sind. Also es geht hier nicht darum, irgendwie eine Zuckerumgebung zu machen. Ne? Davon hat keiner was. Ja. Die Landwirte wissen es am besten. Die wissen, wie hart es ist, Geschäftsmodelle in den Markt zu bringen. Und das bringt niemanden am Ende des Tages was. Ich danke für diesen super Diskurs der letzten 3 Minuten. Sehr spannend. Ich möchte noch einen Aspekt des Wettbewerbs ansprechen, Herr Lehmann. Es tut sich ja was im Markt. Sie sind nicht die Einzigen im Norden, im Süden, im Osten, im Westen. Überall entstehen Ideen über die, nennen wir es mal vielleicht mal so upfront in der Vermarktung von Produkten direkt vom Hof. Wie stellen Sie sich dem? Und müssen Sie sich da besonders schützen? Schützen, nein. Ich glaube, wenn man schon rangeht in den Markt und sagt, man muss sich vor irgendjemandem schützen, dann ist man schon falsch. Ich glaube eher, dass es so ist, ja, es gibt Wettbewerber, ganz klar. Es ist auch gut, dass es Wettbewerber gibt. Ich habe mal versucht, ein Produkt einzuführen, da war ich der Einzige im Markt. Das war eine Katastrophe. Ja? Ja, wir haben ähnliche Situationen, gerade wenn man ein Produkt hat, was noch keiner kennt. Entschuldigung, aber die Frage war nicht gerichtet. Aber das ist brutal. Ich glaube, in Deutschland gibt es Startups, die Ähnliches machen wie wir. Gibt es 3, 4. Immer konzentriert entweder A, Betriebsmittel oder B, Erzeugnisse, landwirtschaftliche Erzeugnisse. Agrimant ist der Einzige, der beides bietet. Da heben wir uns schon ab. Ja, wir machen die Vermarktung von Getreide- und Ölsaaten und die Vermarktung von Betriebsmitteln. Warum machen wir das? Das ist das klassische Landhandelsgeschäft. Ja, die machen beides. Einen Schutz nicht. Ich freue mich über einen spannenden Wettbewerb. Und zum Schluss entscheiden nicht wir, sondern der Markt, was es ergibt. Ja, das ist aber trotzdem wichtig, dass Sie hier uns nochmal unterstreichen, dass Sie den Markt und die Wettbewerbssituation durchaus kennen. Ich denke mal, Herr Schulz, Sie in Hamburg wissen auch darum, dass Sie nicht der Einzige sind, der versucht, vom landwirtschaftlichen Betrieb bis zum Verbraucher die gerade Linie zu pflügen. Wie gehen Sie mit Wettbewerbssituationen um? Ja, natürlich. Also grundsätzlich das altbekannte Sprichwort, Wettbewerb ein beliebtes Geschäft. Mich persönlich oder uns auch im Team motiviert es, jeden Tag aufzustehen und etwas zu verändern. Wir haben halt diesen Markt, der sehr langsam ist und der muss sich verändern und die Leute müssen halt auch sich bewusst machen um ihren Job und um ihr Unternehmen der Zukunft und wir sehen den da sehr entspannt eigentlich gegenüber und alles, was in der Digitalisierung passiert, kann ja nur gut sein, weil je mehr digitale Produkte auf den Markt kommen, umso mehr Aufmerksamkeit wird erregt und wenn jetzt noch ein zweiter und dritter kommt, der B2B-Vermarktung macht, wir sind ja im B2B-Bereich unterwegs, dann kann das am Ende des Tages eben uns nur helfen. Und insofern haben wir da erstmal keine Sorgen und Probleme mit. Wir sind schon ganz gut unterwegs in Deutschland. Und da muss natürlich auch jetzt erstmal ein weiterer Anbieter kommen, der dann besser ist und vielleicht günstiger ist. Und auf Handelsseite, der Händler bezahlt bei uns erstmal per se nichts, dann ist es schon schwierig, da reinzukommen. Und insofern gehen wir da ganz entspannt mit um tatsächlich. Es ist immer gut zu wissen, wer im Wettbewerb neben einem steht. Und vielen Dank, dass Sie das auch so offen widerspiegeln konnten. Ich komme zur Schlussrunde und beginne mit Dominik Ewald. Wir sehen uns hier in Berlin häufiger in verschiedenen Start-up-Formaten. Nächste Woche, dafür können wir gemeinsam Werbung machen, im Rahmen der Internationalen Grünen Woche, hier schon mal ein schöner Gruß am 20. und 21. organisiert von der Andreas Hermes Akademie, ein Pitch von 6 spannenden Startups, die sich durchgesetzt haben aus einem größeren Bewerberkreis. Bin da sehr gespannt drauf. Für dich, was ist das Ziel deiner Unternehmung? Wo geht die Reise hin? Und was macht die Agile Food Society die nächsten Jahre? Wie viele Mitglieder sollen es denn werden? Mindestens 1000. Mal gucken, ob wir auch so viele Gründer noch bekommen. Weil wir haben, ich glaube, so ungefähr 500 plus, was wir letztens bei unserer letzten Erhebung hatten an Gründer, die es in Deutschland gibt. Für meine Unternehmung, wir steuern dieses Jahr auf den Dachmarkt. Wir haben jetzt ein Launch abkommend.
wo man unsere Apps auch in den gängigen App Stores, iOS oder Android dementsprechend downloaden kann und dann auch dementsprechend unsere Hardware-Produkte bei uns bestellen kann und die dann dementsprechend auch installieren kann. Wir haben da den Launch jetzt Ende Q1 und haben hier auch jetzt unsere Pilotversuche, die wir abgeschlossen haben und bieten unser Produkt dementsprechend an. Hier kann man gerne auf uns zukommen. Im Aquakulturbereich haben wir die ersten Spezialisierungen im Zander und Abkommen in dem Laufe des Jahres auch noch im Lachsbereich. Wir machen jetzt die Dachregion und haben dann auch erste Projekte über die Dachregion hinaus in Europa, unter anderem zum Beispiel auch in Italien. Die German Agri-Food Society wird jetzt dieses Jahr auch verschiedene Formate wieder mitbegleiten, unter anderem mit euch hier natürlich alles auf Start-up. Wir haben ein Format, was wir jetzt auch in München jetzt letztes Jahr das erste Mal mitgemacht haben, dieses Jahr wieder begleiten werden. Wir haben verschiedene Workshop-Programme, wo wir auf verschiedene Themenfelder eingehen werden, mit der Industrie, mit Landwirten zusammen, mit Startups zusammen. Haben jetzt, wie gesagt, derzeitig 90 Mitglieder, hoffen, dass auch hier Anwesende eventuell Interesse finden, bei uns Mitglied zu werden. Ja, wir haben auch sehr moderate Bezahlbedingungen bei uns und auch das, was wir verlangen, ist sehr moderat. Da könnten sich andere Verbände bei uns eine Scheibe abschneiden. Unsere Mitgliedsbeiträge sind sehr moderat. Genau, und bitte bei uns melden. Wir diskutieren, wie du auch schon gesagt hast, Gerald, ganz viel auch mit, versuchen im Innovationsbereich auch immer wieder neue Paper und Punkte zu setzen und immer darauf hinzuweisen, dass da sehr viel passiert. Haben unsere Fühler, ich denke, auch mit ins Ministerium rein, wo wir uns auch gut mit denen verstehen und auch schon bei sehr interessanten Diskussionsrunden mit dabei waren. Haben auch bei allen verschiedenen Formaten bei der Rentenbank schon mitgemacht, auch mit euch zusammen zum Beispiel. Und werden das dieses Jahr auch dementsprechend ausbauen und fortführen, um da auch für den Agrar- und Foodbereich das richtige Sprachrohr zu sein. Ja, ganz herzlichen Dank und schöne Grüße an die Agri-Food Society und viel Erfolg für Monitorfisch. Und, Herr Lehmann, wie viel Marktanteil trauen Sie sich zu? Geben Sie uns mal eine Perspektive. Der Markt ist groß, der Markt ist offen. Wir haben für die nächsten Jahre vor, einmal für 21 unseren Fuß in Deutschland vernünftig zu fassen. Ja, ich sage immer, erstmal muss man es laufen lernen. Ja, Marktanteil ist schwierig zu sagen, dadurch, dass wir versuchen, den Markt schneller zu beleben und schneller und kürzer zu machen. Dadurch ist nach oben hin eigentlich fast alles offen. Vielen Dank und Ihnen und Ihrem Team viel Erfolg. Und Herr Schulz, wann wird man Sie denn in den A-Medien sehen und erleben dürfen? Wann das in den A-Medien ist, das kann ich nicht sagen. Für uns ist immer jetzt kurzfristig, dass wir deutschlandweit die Reichweite ausbauen, dass wir uns auch für ausländische Hersteller da mehr Zugang bekommen in den deutschen Markt und dann mittel- bis langfristig möchten wir die relevanteste Plattform werden für Point of Sales, für Kommunikation, Interaktion, fürs Trade Marketing und Ja, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind am Ende unserer ersten Session. Ich bedanke mich außerordentlich für die drei Teilnehmer an unserer heutigen Start-up Diskussionsrunde. Wir haben gelernt, dass es doch bei uns eine Wettbewerbssituation rund um die Startups gibt. Wir haben gelernt, dass wir in Deutschland Nachholbedarf haben, insbesondere auch in Richtung Investoren, insbesondere auch in das Thema Förderung und Fördermittel. Wir haben aber auch gelernt und gesehen, dass wir starke junge mit dem Unternehmergehen ausgestattete Gründer haben. Und wir sollten alle entlang der Prozesskette hier unseren Beitrag leisten. Ein kleiner Beitrag soll sein, hier den Nukleus für ein Netzwerk darzustellen und immer weiter zu spinnen, zu versuchen, die Akteure zusammenzuholen über Finanzierung bis hin auch zu Unterstützung bei Managementfragen. Das Thema hatten wir auch am Rande nur gestreift, was Personal, Personalentwicklung und solche Themen angeht. Mein Dank gilt aber Ihnen allen,
Mir wurde zugeraunt, wir hätten doch eine durchaus überraschend große Beteiligung auf unseren gesamten Kanälen. Ich danke Ihnen auch für die Mitarbeit, die spannenden Fragen, die wir größtenteils einbauen konnten. Ansonsten sind alle drei Gesprächsteilnehmer leicht zu googeln und im Internet auffindbar. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und weise darauf hin, dass wir hier in den nächsten zwei Wochen sehr viele zusätzliche und auch ganz bedeutende Formate, insbesondere heute Abend ab 17.30 Uhr, spielen werden, wo der deutschlandweite agrarpolitische Jahresauftakt stattfinden wird, in den gleichen Kanälen, wie wir sie hier heute Mittag in Anführungszeichen geübt haben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche alles Gute. Toi, toi, toi. Schönen Dank. Unsere Session ist hiermit beendet. Sind wir raus?